sag's mal so, herzlich willkommen hier wieder in meine kleine Küche. Und für die Video von Freitag sind meine YouTube-Kanal. Ich habe dieses Mal mich entschieden, nochmal vielleicht ich oder vielleicht wir zusammen, dass wir zusammen was kochen können. Ich habe schon mal hier was vorbereitet. Also ich würde mal sagen, schön, dass ihr da seid und es geht los. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente en mi pequeña cocina y para el video de los viernes, como siempre les traigo en mi canal de YouTube, esta vez me decidí nuevamente en cocinar o si no podemos cocinar juntos una nueva receta, así que ya tengo algunas cosas preparadas aquí, así que bienvenidos y vamos a empezar a cocinar. Ok, ¿seid ihr bereit? Dann legen wir los. Schön, dass ihr da seid. Vamos. Ya queridos amigos, ya nos encontramos aquí. Und für den heutigen Gericht, ich werde euch die Zutaten sagen, was ich hier habe. Y para la receta de hoy día, ya les voy a comentar y les voy a indicar cuáles son los ingredientes que tengo aquí o necesitamos. Aquí tengo 14 papas. Exactamente no puedo decirles exacto cuál es el peso, pero para que tengan una idea, son 14 papas. Hier habe ich 14 Kartoffeln. Genau zu sagen, weiß ich nicht, wie viel der Gewicht ist, aber ungefähr, dass ihr weiß, habe ich 14 Kartoffeln hier. Aquí tenemos un puerro rico. Wir haben hier eine schöne Möhre. Dazu haben wir noch Petersilie, Perejil. Vamos a necesitar dos paprikas rojas. Wir werden, hier sind zwei roten Paprika, bitte. Aquí tenemos diese grüne Gemüse, ich weiß nicht wie das heißt auf Deutsch, aber von Magia, ja, ich habe dieses genannt. Tenemos verduras en polvo, un ingrediente que a lo mejor si no lo tienen también no hay ningún problema, pero sería a lo mejor igual. También tenemos, necesitamos pasta de tomate, wir brauchen Tomatenmark. Dazu auch eine Philadelphia, eine Crema Philadelphia, das ist eine Käse, so Crema Käse, ich weiß nicht genau. Esta Philadelphia necesitamos, es un queso, crema, queso creo que se llama. No tenía que ser esta marca, sino puede ser otra, ¿no? En esta ocasión yo llevé balance, o pueden ustedes llevársela completo, que en esta ocasión yo llevé con menos, un poquito menos de grasa, ¿no? Y así. Und am Ende wir werden brauchen diese leckere zwei Brötchen. Oh, super lecker, oder? Y para el último necesitaríamos que para acompañarlo lo que vamos a hacer esto es un pancito, lo que ustedes quieran, o puede ser arroz o alguna otra cosa, pero tengo yo estos pancitos preparados con semilla que se ven deliciosos. Y lo importante y lo principal para esta receta, und das Wichtigste für dieses Gericht, was wir brauchen heute, ist das Yeah. Ja. Ich habe hier 600 Gramm von Kabeljaufisch. Aquí tengo 550 o 600 gramos de pescado de bacalao. Así que ya se podrán imaginar qué es lo que vamos a preparar, oder? O no. Und wir, wenn ihr weiß oder nicht, was wir heute machen, also ich freue mich auf jeden Fall auf heute. Und für alles zu vorbereiten, wir brauchen nur ein großer Topf. Y para preparar todo esto, lo único que vamos a necesitar es una olla grande. So, mit den allen Zutaten, was ich euch präsentiert habe, ich werde euch sagen, was wir heute vorbereiten. Und wir werden eine leckeres Fischsuppe machen. Das ist ein Gericht, was ich vor langer Zeit gelernt habe. Und freue mich, euch das zu präsentieren oder wir zusammen, dass wir kochen können. Also, es geht los. Ya, queridos amigos, con los ingredientes que les presenté, lo que vamos a preparar es una sopita de pescado. Así que es una receta que lo aprendí hace muchos años aquí en Europa. Así que, con mucho gusto y alegría, espero de que les guste y vamos a cocinar. ¡Epa! ¡Vamos! Ich habe jetzt meine Klostertopf vorbereitet und das erste würde ich euch mal sagen, ich werde jetzt die Schale von den Kartoffeln wegmachen und wir sind jetzt gleich wieder zurück, okay? Bueno amigos, ya tengo preparado mi olla y tengo mis papitas aquí, así que voy a perlarlas y nos vemos después de un momento. ¡Vamos! Ya estoy aquí acabando de preparar, pelar mis papitas, así que por eso, para que el video también no sea tan largo, pues corté un poco. Dass das Video nicht so lang wird, deswegen, ich bin jetzt gleich fertig mit den
wegmachen, den Schale von den Kartoffeln. Und ich werde jetzt einfach ganz schnell so zeigen. Vielleicht so. So. Und ungefähr so weiter. So. Vielleicht etwas klein, aber nicht so klein und nicht so groß, das Kartoffeln zu schneiden. Tal vez no muy grande ni muy pequeño las papitas en cortarlas. Así que aquí ya tengo todas las papitas cortadas, peladas, y así que vamos a lavar. Deswegen, ich habe so das Video ein bisschen so geschneidet, weil das nicht das so lange wird. Und para que el video no vaya a ser tan largo ni nada, por eso lo corté un poco, así que ya. Después de pelar las papitas, lavamos. Nachdem wir die Schale abgemacht haben, dann waschen wir. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Ich werde euch jetzt mal gleich zeigen. Wir haben unsere Kartoffeln geschnitten, ja? Und bitte das Wasser ein bisschen mehr, sag ich mal so, nicht das genau wie die Kartoffeln sind, sondern muss ein bisschen mehr sein. Ich kann es deswegen nicht genau sagen, aber ihr seht, das Kartoffel ist da, aber Wasser ist etwas mehr. Lo que nunca, no les puedo explicar, como les repito, yo no cocino con exactitud, cuántos mililitros, eso, ni peso. Así que lo que quiero decirles es aquí de que cuando las papitas ya están cortadas, el agua tiene que ir un poquito más arriba de las papitas, ¿ya? Así que para que luego se cocinen, y vamos a necesitar esa misma agüita de las papas cocinadas. Así que con ello, ya pues aprender la cocina y aprender y eso, vamos a cocinar. Es que los wir machen jetzt unsere Fischsuppe und wir haben jetzt unsere Topf, wo unsere Kartoffeln sich jetzt langsam kochen. Bis dahin, wir könnten unsere Möhren schneiden, unsere zwei Paprika, alles schon vorbereiten und danach machen wir schon in unsere Topf. Sí, amigos, como les repetí, estamos haciendo nuestra sopita de pescado, de bacalao, y ya nuestras papas están cocinando. Hasta ello, mientras se va cocinando poco a poco, nosotros ya podemos ir cortando nuestro puerro y nuestras dos pápricas. Lo vamos a cortar, ya les indicaré cómo, luego más o menos, y igual eso ya pueden cortarlo como ustedes quieren. Así que luego, para ponerlos aquí a cocinar nuestra ollita, vamos a prepararlo, así que vamos ahí. Habe jetzt meine Möhren vorbereitet und ich wollte eine ganz wichtige Hinweis vielleicht sagen. Und bitte immer so vielleicht achten, dass die Möhren von dem unteren Bereich mal richtig schneiden, weil hier steht immer ein bisschen Sand oder Erde. Nicht, dass mal später in unsere Suppe reingeht. Und deswegen soll diese Art so richtig sauber machen, dass die alle Erde raus ist. Also Achtung mal. Und deswegen habe ich so ein kleines Stück gemacht, dass ich mal richtig waschen kann. Okay? Ya tengo aquí preparado mi puerro. Y una cosita importante que yo siempre lo pelo así o lo corto así para lavarlo, porque siempre hay aquí un poquito de tierra y de arena. Así que no queremos que la tierrita se nos vaya en nuestra sopita. Así que es una cosita que quería decir para que lo laven bien y lo tengan ya preparado. Así que luego vamos a cortarlo esto y vamos a ver cómo nos queda. Wir werden jetzt schneiden und mal sehen wir uns, wie es machen. Ich habe schon mal hier meine Paprika und meine Möhren vorbereitet und gleich wird hier in diese Topf unsere Kartoffeln sich gekocht hatten. Jetzt sind die Kartoffeln sind richtig weiß und so muss es sein. Richtig weiß. Weich, nicht weiß. Hola amigos, ya tengo aquí mi pimiento rojo y mi puerro cortado ya preparado para ponerlo en nuestra ollita. Así donde nuestras papitas ya están bien cocinadas, tienen que estar bien cocinadas. Y igual vamos a utilizar el agüita en el que se cocinaba para que esté arenosito. Así que vamos a continuar. Als unsere Kartoffel richtig gekocht ist, wir werden unsere erstes Zutaten reintun. Unsere Paprika.
Ya cuando nuestras papitas, como les dije, que ya está bien cocinado, el primer ingrediente que vamos a poner va a ser nuestro pimiento rojo. Así que vamos ahí. Lo ponemos para que luego ya se vaya cocinando. Y lo mezclamos un poquito, ¿no? Para que se cocine. Un día mischen, kanchun. O las envío ungefähr, vielleicht 5 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten ungefähr, dass es sich kocht. Und danach geht unsere nächste Zutat. Más o menos vamos a dejar a que se cocine la paprika, nuestra papita, unos 5 a 10 minutitos. Y de ahí luego será el turno de nuestro siguiente ingrediente. So, ich habe schon mal meine zwei Zutaten noch mal reingetan. Und bis dahin wollte ich euch mal das kleine Geschichte erzählen über diese Fischsuppe. Und es war damals, ich kenne dieses Gericht seit 18, 19 Jahren her, weil ich damals, als ich in Leipzig gewohnt habe, in eine WG mit mehreren Familienangehörigen, ich weiß es ganz genau, Gladys ist einmal gekommen mit diesem Gericht. Und eine deutsche Frau hat sie gezeigt, diese Fischsuppe zu machen. Und als sie kam, hat sie einmal gemacht und ich fand es super lecker und ich habe sie gesagt, bitte mach das zwei, dreimal nochmal. Und da habe ich einfach nur gesehen und von nur zu sehen habe ich das gelernt und in die letzten Jahre habe ich einfach nur probiert. Deswegen habe ich mir getraut, dieses Mal euch diese Fischsuppe euch so vorbereitet und zu zeigen. Ne? Queridos amigos, mientras ya nuestros ingredientes con nuestra papita, nuestra paprika y nuestro puerro se están cocinando, les quiero contarte que esta receta lo conozco casi 18, 19 años porque hace mucho tiempo cuando vivía en un apartamento compartido con varios familiares en Leipzig, aquí en Alemania, una amiga conocida, Gladys, un día llegó con esta receta que una persona, una señora alemana le había indicado. Y una vez que lo hizo, pues lo encontré demasiado sabroso, demasiado rico, que le dije, por favor, prepara una o dos veces más. Y una vez que lo hizo, pues con mirarlo aprendí. Y luego con el pasar del tiempo, pues simplemente lo practiqué. A lo mejor cambié algunas cosas, pero seguí yendo en lo básico. Y es por eso de que esta vez me decidí en presentarles esta receta. Así que continuamos y espero de que les vaya a gustar luego. Und so, jetzt etwas die Geschmack langsam das für das Suppe zu geben. Wir werden brauchen jetzt der Tomatenmark und dieses Gemüsegröl. Ahora ya para irle dando poco a poco sabor a la sopita, lo que vamos a utilizar es la pasta de tomate y las verduras en polvo. Así que vamos ahí. Para ello vamos a poner nuestra verdura en polvo. Für diese Suppe, für diese Gericht werden wir unsere Gemüse dort. Ich würde mal sagen, wir werden einen Löffel nehmen. Para esto vamos a necesitar una cucharadita. Einen Löffel, okay? Das war's. Y para el siguiente. Und das nächste werden wir von unserer Tomatenmark, würde ich mal sagen, so 3 oder 4 Löffel reintun. Para nuestra sopa vamos a necesitar la pasta de tomate, más o menos unas 3 o 4 cucharadas, más o menos así diría yo. Que sería 1, 2. Tres y cuatro. 1, 2, 3, 4 und pa. Und werden wir jetzt natürlich alles schon mischen. Ahora vamos a mezclarlo todo poco a poco, ¿sabes? Como les repetí, ustedes le pueden regular el fuego a gas o a eléctrico para que no se les vaya a quemar o no se vaya a estar salpicando, sino para que se vaya cocinando poco a poco y suave, suave. Y a konntet auch regulieren eure Feuer mit Gas oder mit Strom, dass es auch so sich langsam kocht, ne? Und nicht alles von der Topf rausgeht. Falls wenn das richtig so trocken ist und keine Wasser ist, ich werde es euch empfehlen, ein bisschen gekochtes Wasser reintun, dass es etwas so flüssiger ist, ja, okay? Si es que se le está quedando muy espeso,
una recomendación, pueden agregarle un poquito de agua cocinada para que vayan continuando, que se siga continuando cocinando y que no vaya a estar tan espeso. Es una recomendación que les digo. Así que miren, les vamos a seguir mezclando, lo mezclamos ahí poco a poco. Lo mezclamos y nos preparamos para el siguiente paso, que sería el que vamos a continuar. Oye, comen bien un onza de Filadelfia, ¿no? Ahora vamos a nuestra crema de queso, que para ello les recomendaría que ya la sopita con nuestros ingredientes le pongan a fuego lento para que se vaya cocinando poco a poco y suave, suave. Gleich wenn wir unsere Creme Käse wieder reintun, ich würde euch wirklich empfehlen, dass mal unsere Topf, wo es sich kocht, das richtig in ganz leichtes Feuer oder also Feuer, dass es sich nicht langsam kochen wird. Und dafür werde ich euch sagen, das letzte Schritt ist das, wir nehmen von der Packung die Hälfte. Also wir könnten auch messen, vielleicht 2 Löffel. Ahora lo que vamos a utilizar de este paquete de crema de queso, la mitad o si no, 2 cucharadas creo que sería más o menos. Y luego lo ponemos ahí. Und wir machen so. Ungefähr so. Y poco a poco se va a ir cocinando. Und jetzt sich langsam gekocht werden. En leichtes Feuer. Y en fuego suave para que no se vaya a salir del rollo. Y ahora vamos a continuar con el último ingrediente, que sería el pescadito de bacalao. Und das letzte werde unsere letzte Zutat, und das heißt die Fischkabeluja. Wir vorbereiten jetzt gleich, ne? So, und ich bin jetzt gerade bei schneiden unsere Fisch. Ya amigos, ya estoy aquí cortando nuestro pescadito. En esta ocasión, pues como ustedes saben, a lo mejor aquí en Europa no es tan fácil o no es tan barato, digamos, conseguir pescado fresco, así que conseguí pescado congelado. Pero de todas maneras, entonces el método es más o menos de cortarlos en cuadritos. Y ya veis, liebe Leute, manchmal in Europa und andere Orte der Welt, frisches Fisch zu bekommen, ist es nicht so einfach oder vielleicht auch nicht so günstig. Deswegen habe ich dieses Mal von der Kühltiefregal diese Kabeluja Fisch genommen. Und wie ihr seht, ich habe meine Fische schon in ganz kleine Quadraten geschnitten und da werden wir jetzt in unsere schöne Topf reintun. Así es como en cuadritos lo he cortado. Así que ahora el procedimiento es de ponerlos en nuestra ollita. So, habe ich das alles vorbereitet und wir tun jetzt einfach alles hier rein. Und dann wird sich ganz langsam und von allein kochen. Ich sage, dann musstet ihr auch selber regulieren hier, dass es auch nicht so schneller und so heftig kocht. Ya como vuelvo a repetir, ustedes tienen que calcular y irlo regulando para que se vaya cocinando poco a poco y suave, suave. Y ya, con esta perspectiva, luego les voy a indicar cómo se ve más o menos la sopita. Und gleich werde ich euch mit dieser Kamera von anderer Perspektive zeigen, wie unsere Topf und unsere Suppe aussieht. Aber vorhin, da werden wir unsere Petersilie vorbereiten und ein bisschen so die Geschmack noch, ein bisschen Salz noch rein tun und probieren, ob das richtig schmeckt. Y hasta que se vaya cocinando poco a poco ya el pescadito, vamos a preparar, cortar un poquito el complemento que sería el perejil y un poco de sal para ya irlo probando el sabor que nos quede, cómo nos va a quedar. ¿Ah? Vamos ahí. Ich habe jetzt schon mal meine Petersilie schon vorbereitet. Auch natürlich meine 2 leckere Brötchen, das essen wir nebenbei, unsere Suppe, da machen wir richtig, also als Begleitung. Aber jetzt, als alles wir reingetan haben, da werden wir jetzt Salz am Ende brauchen. Ich werde schon mal nicht genau sagen, sondern ich lasse euch einfach auf euren Geschmack, wie ihr gerne haben wollt.
Queridos amigos, ya tengo como complemento. Aquí tengo mi perejil ya cortadito y mis dos pancitos con semillas, también muy rico. Y después de que ya hayamos cocinado todo, lo tenemos todo en nuestra olla, al último les recomendaría utilizar la sal. Ahora no les puedo decir exactamente cuánto, sino ya eso sería como ustedes lo quieren tener, un poco con mucha sal o medio. Por eso les dejo ya a ustedes que encuentren el sabor adecuado. Y al último lo agregamos, agregamos la sal. Así que vamos a ir. Para mí, por ejemplo, yo tengo ya más o menos una idea. Für mich ungefähr, da weiß ich, dass ich so ungefähr so eine Löffel nütze. Oder ungefähr so. Für mich, para mí más o menos ya tengo un cálculo que es siempre una cucharada. Für mich ist das ungefähr eine Löffel. Deswegen, ich werde das reintun. Und dann mische ich. Und dann, ich sage, dann werdet ihr müsst einfach nur probieren, wie euer Geschmack ist. Was euch am besten ist, entweder weniger oder ich hoffe, dass es nicht so viel war. Ich hoffe das, weil dann wäre wirklich nicht so gut. Espero de que no haya sido demasiado una olla para, una cucharada para esta olla, si no, ahí estaríamos ya en aprietos, en problemas. Vamos a probar. So. Vamos a probar cómo está nuestra sopita. Me parece muy bien. Para mí está bien. Für mich ist gut. Aber wie ich sage, danach hier konnte selber auch so probieren und es ist euer Geschmack. Entweder mehr oder so las. Das war. Nachdem wir den richtigen Geschmack gefunden haben, ich werde einfach sagen, unser Suppe ist es fertig und gleich zu essen. Amigos, ya después de haber encontrado el sabor, haberlo condimentado con sal y haberlo adecuado a su paladar, ya nuestra sopita está, así que vamos a apagarlo. Und wir sollen einfach ausmachen. Und wir werden uns vorbereiten auf unsere Teller und auf ein sehr, sehr schönes Mittagessen, kann man sagen, vielleicht mit einer schönen, leckeren Fischsuppe. Bis gleich und ich hoffe, wird es euch schmecken. Ja, queridos amigos, después de que la apagamos, pues ahora simplemente ya preparar nuestro sabroso platito con nuestra sopa de pescado. Y espero de que les guste y bueno, vamos a ver cómo nos salió. Así que ya, a preparar todo lo demás. So, unsere Suppe sieht so aus. Ich habe schon gesagt, das ist unsere Petersilie, noch extra Zutaten, unsere Brötchen. Aber ich habe noch etwas extra gemacht. Chili, Habanero, das ist ein richtiger Teufel, Habanero, scharf. Und das werde ich auch rein tun. Ja, amigos, esta es nuestra sopita de pescado, como la ven. Como adicional tenemos nuestro perejil cortadito, nuestro pancito, pero ustedes ya saben, como un latino o alguien que le gusta comer picante, aquí tengo, muchos lo llamarán chile o no, pero este es un habanero, un ri, un diablito es este. So, unser Petersilie machen wir auch so. Nuestro perejilcito lo hacemos así para tener su saborcito y que esté con su aromita de perejil. Buen provecho. Guten Appetit. So, liebe Leute, ich hoffe, hat es euch geschmeckt. Und auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr da wart. Und natürlich, ich freue mich und ich lade euch sich weiter abonnieren in meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche euch weiter viel Spaß mit allen Musikvideos und alles, was ihr da in meinem Kanal findet. Und nochmal, bitte bleiben Sie gesund und wir sehen uns in das nächste Video. Ciao! Ja, queridos amigos, espero de que les haya gustado lo que hicimos el día de hoy. Y así que muy agradecido de que hayan estado conmigo y les invito nuevamente a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube y sigan disfrutando de todos los videos que encuentran ahí. Y una vez más, por favor, cuídense mucho donde quiera que estén y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Así que hoy ya no cocinamos más. Also für heute, das war's. Feierabend. Chao amigos. Nos vemos.